Zap, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen Schuh, den ich reparieren muss. Ich war vor einigen Tagen beim Lidl, habe diesen Schuh gesehen, der war reduziert. Ich glaube, der war von 20 Euro auf 15 oder 13 Euro reduziert. Da habe ich mir gedacht, hey, super Preis, sehen geil aus, muss ich auf jeden Fall zuschnappen. Ich habe sie mir gekauft, jetzt habe ich sie circa 2 Tage angehabt, wirklich. 2 Tage durchgehend angehabt. Sind super bequem, finde ich echt gut, kann man sich nicht beschweren, sind schön warm. Und jetzt musste ich was feststellen, was mich wirklich so ein bisschen an Lidl enttäuscht. Lidl kann vielleicht nichts dafür, hier hat sich angefangen was zu lösen. Dachte ich mir, okay, kein Problem, dann nehme ich ein bisschen Silikon, spritz rein, alles easy peasy. So, dann gucke ich auf die andere Seite hier, löst sich irgendwie noch mehr. Denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht alle 2 Tage hier anfangen, überall Silikon reinzuspritzen. Dann wird das hier wie eine deutsche Autobahn hinterher aussehen. Nö, deswegen haben wir gedacht, wir reparieren die oder tunen die jetzt so, was die Hersteller nicht gemacht haben. Und das machen wir natürlich mit Silikon. Silikon ist wirklich für alles gut. Keine Ahnung. So, wir gucken mal hier rüber. Guckt euch das mal an. Wenn ich jetzt ein bisschen Kraft aufwende, habe ich schon hier fast die ganze Sohle. Und es ist wirklich nur am Rande geklebt. Guckt euch das mal an. Hier ist absolut nichts geklebt. Das ist so enttäuschend für mich. Selbst weil es war günstig. Aber trotzdem, es kann doch nicht wahr sein, dass so eine Qualität in Deutschland verkauft wird. Sowas erwarte ich, wenn ich jetzt auf dem Polenmarkt oder in Tschechien auf diesem Asiamarkt bin. Da weiß ich, was ich da kaufe. Da erwarte ich auch diese Qualität. Kein Problem. Aber nicht beim Lidl. Ich gehe liebend gern beim Lidl einkaufen. Ich bin, glaube ich, der größte Kunde von denen. Aber dass ich jetzt so enttäuscht werde. Okay, vor ein paar Tagen hatte ich ja das Problem gehabt mit diesem Rasierer, der nicht funktioniert hat. War aber nur der einzige Fall. Weil ich habe das Ding umgetauscht, habe wieder ein voll funktionierendes bekommen. Aber schaut euch das mal an. Ich drehe da durch. Es kann doch nicht wahr sein. So. Zack. Und wir haben das Ding geteilt. Unglaublich, aber wir haben die Sohle in der Hand. Hey, das ist wirklich enttäuschend. Leute, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Schuh hält. An sich sieht er gut aus, aber schaut euch das mal an. Die haben sogar hier die Naht drauf gepresst. Was heißt drauf gepresst? Das ist einfach hier. Die Sohle wurde einmal gedruckt oder keine Ahnung, gepresst. Und es sollte hier aussehen, ob hier eine Naht ist. Dabei sind das einfach so Gummihuppel mit ein bisschen so, das ist hier Beschiss vom Allerfeinsten. Ich habe das Gefühl, Lidl geht seit neuestem irgendwie auf den Polenmarkt einkaufen. Und das in großen Mengen. Ich hatte jetzt damals ja diese Lidl-Kollektion gekauft. Die hatte wirklich gute Qualität, finde ich. Die haben gehalten. Die halten heute noch. Aber das hier, es sollten Winterschuhe sein. Nach dem ersten Schnee wären die hier auseinandergefallen. Stellt euch mal vor, du bist hier am Rennen und dann verlierst du deine Sohle. Das erwartet man eigentlich auch von polnischen LKW-Fahrern, dass sie ihre Reifen verlieren, aber nicht deutsche Qualität. Ist ja keine deutsche Qualität, aber ja, was will man machen? Also haben wir uns zur Aufgabe gemacht, diese Schuhe zu tunen. Und das nur mit Silikon. Das heißt, ich habe ja schon für die Schuhe Geld bezahlt und jetzt muss ich noch ein bisschen Geld investieren, um die Schuhe wertvoller zu machen. Das machen wir aber auch und hinterher können wir sagen, das sind hochwertige Schuhe, die wir selber getunt haben. So sieht das Ganze aus. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen gar nicht mal so viel. Wir brauchen die Schuhe. Dann brauchen wir ein bisschen Silikon. Am besten geruchlos. Das ist hier der stinkige, der nach Essig riecht. Und ein bisschen Klebeband, also Isolierband. Am besten irgendwas, was super gut haftet, weil wir müssen hier am Rand oben drüber komplett abkleben. Wir arbeiten mit Silikon und dieses Silikon, sobald es hier drauf kommt, kriegst du hinterher kaum ab. Deswegen werden wir das Ganze schön einmal drumherum abkleben und dann fangen wir mit dem Schuh an reinzudrücken. Aber wir haben leider nichts, irgendwie den dann so in Stellung zu halten. Dafür helfen wir uns auch ganz einfach. Wir nehmen wieder Isolierband. Wir isolieren den Schuh einmal drumherum, so dass er ein bisschen Press bekommt. Sobald er das hat, lassen wir die Schuhe mal 2-3 Tage stehen, weil Silikon trocknet sehr langsam. Das kann eine Weile dauern. Aber hinterher können wir das Ding super geil verwenden.
So, dann fangen wir jetzt mal an und dann zeige ich euch mal, wie das so aussieht. Wir haben natürlich den anderen Schuh bearbeitet, deswegen kann ich ihn euch ein bisschen vorführen, wie das aussieht. So sieht das mit Silikon aus. Ich habe die Sohle hier komplett einmal ausgespritzt. Wir brauchen aber dann noch etwas. Irgendwas, womit wir. Moment. So, irgendetwas. Boah, die Dämpfe sind heftig. So, wir müssen das ja schön hier verteilen. So, dass überall Silikon drauf ist. Jede freie Stelle. Wie besser ihr das verteilt, umso besser ist das Ergebnis hinterher. Oh, die Dämpfe sind echt heftig, weil das wirklich viel Silikon ist. Und so sieht das Abgeklebte aus. Das heißt, den oberen Teil abkleben, damit wir hinterher schön kein Silikon auf den Schuh drauf haben. Und ja, so viel zu dem. Wir werden das Ganze jetzt noch schön verteilen, schön ausgleichen. Aber ihr habt ja gesehen, hier nochmal zum Vergleich. Schaut euch das mal an. Moment. So. So sieht die normale Sohle aus. So sieht meine getunte Sohle aus. Und man merkt, das Ding hat ein bisschen mehr Gewicht. Aber halb so wild. Wenn die Schuhe uns dann wirklich eine lange Zeit halten, bestens. Da können wir investieren, was wir wollen. Also lohnt es sich, ein bisschen Silikon zu nehmen. Aber es lohnt sich nicht, diese Schuhe zu kaufen. Weil ich glaube kaum, dass ihr im Keller sitzen wollt und euch diesen Mist hier geben wollt. Deswegen kann ich euch wirklich raten, solltet ihr diesen Schuh beim Lidl sehen, lasst die Finger davon. Lasst wirklich die Finger davon. Ich weiß nicht, hier ist sogar irgendwas drauf gedruckt. Sohle. So. So, liebe Leute. So sieht das Werk am Ende aus, wenn es fertig ist. Wir haben schön mit Isolierband, wir haben halt nichts anderes da, um den Schuh wirklich irgendwie so richtig anzupressen. Aber mit ein bisschen Silikon und Klebeband ist alles möglich. So sieht das Endergebnis natürlich aus. Schön darauf achten, dass die ganzen Ränder schön bündig anliegen. Und das haben wir natürlich hier mit diesem Isolierband gemacht. Die Ränder sind alle schön angepresst, finde ich super. Wenn jetzt ein bisschen was übersteht, ist nicht so schlimm. Kann man so lassen, weil das Klebeband machen wir hinterher ab und haben einen super Schuh. Man merkt deutlich, wie viel Gewicht da jetzt auf einmal dazu gekommen ist, weil wir ja ordentlich Silikon reingeballert haben. Immerhin ist er jetzt wirklich von unten dicht. Der ist komplett abgedichtet. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon hält, Leute. Also, wir werden das mal später sehen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber ich bin guter Zuversicht, dass es super funktioniert hat. Somit sage ich erstmal Ciao, Kakao, Leute, und bis zum nächsten Video.